Willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Du hast die ganzen Kisten runtergeworfen. Nee, ich sitze hier auf den Kissen ganz gemütlich. Es sind vier von zwei Kisten unten. Ah! Das ist gar. Oh, das Also, ist wir hatten hängen dort eben schon eine geblieben. Folge aufgenommen, das ist das, was Fabian sagen wollte. Die war auch mega geil, aber er hat vergessen, die Szene zu wechseln und deswegen sah das alles nur genau so aus. Da kommt noch einer, Achtung! Der kommt, der bleibt stehen. Bist gerade durch mein Bild geflogen? Achso, nee. Gerade kurz weggesprungen, wenn ich Bild geflogen bin. Es sah so aus, als wäre es weggesprengt worden und dann bei mir vorbeigeflogen. Ja, und dementsprechend sind wir nochmal hier. Ja, das war, wir waren bei diesem Leuchtturm. Man war so eine Olle, die ist Essen holen gegangen, hat irgendeine psychische Störung, die Familie tot scheinbar und hat sich hier jetzt mit ihren Cornflakes-Sachen angefreundet. Und das ist jetzt ihre Familie. Ja, das, hier Und die ist war's, scheinbar nicht ja. wiedergekommen und das war's. Und wir Oh, waren hier noch ist Schachbrett. hier. Das hatten wir nicht Komm mal gefunden. hoch hier, Fabian. Komm mal hoch hier, doch, das habe ich vorhin zerstört. Wir waren bei Tabazin. der Burg da unten, da ist aber nichts Besonderes. Ja, da war nichts, außer ein Tank. Die haben wir kaputt gemacht. Ja, Gute ist, hier oben ist ein Unterschlupf. Deswegen Ja. sind wir gleich hier wieder gespawnt. Achtung! Gesundheit. Ich hab euch gewarnt. Wir haben auch das große Rätsel um die Munition dieser Waffe gelöst. Das ist diese helle, Die die beigefarbene. gelbe, beigefarbene, irgendwie sowas. Diese Genau, ganz hell. davon habe ich jetzt schon ein bisschen was. Also ist leider wirklich nur ein bisschen. Ah, ich habe noch Muni für dich. Hier. Ja, böllert auch ordentlich, hat man in der letzten Folge gesehen. Ach ja, nee, leider nicht. Wie kann es hier nochmal Oh, schön lecker. machen? Also klar, dass es kommt. Ja, ich auch. Was? Hä? Also klar, ja, ich auch. Ja, ich bin auch klar. Hi, klar. Achso, warum nehme ich mir ein Fahrrad? Wir machen heute diese Quest hier und vielleicht noch die. Und deswegen gehen wir jetzt zu diesem Unterschrift. Tschüss. Welche Quest? Warte, was? Folgt mir Hä? einfach. Fährst du jetzt mit dem Fahrrad? Nee. Du musst zu dem Unterschrift zu den anderen. Zu welchem? Ganz am Anfang, aber ganz am Anfang. Also auf Insel 1. Ja. Ich kann hier Alles klar. nochmal markieren, die Questus Absolutus. Auf der Seite der Insel waren wir auch noch nicht. Das passt ja ganz gut. Oh ja, super. Wenn du jetzt wieder nicht aufnimmst, also kein Bild aufnimmst, töte ich Okay. So, Fahrrad ist da. dich. Ja, auch schon mal einzeln stellen können, weißt du? Boah. Dann fahr mal voraus, Captain. Captain. Ah, nicht gegen den Baum. Boah, das fängt ja gut an. Oh, jetzt sieht man gleich den abhebenden Roboter. Ach, schade. Oh. Ja, ich hatte wieder so einen mittleren Typen gekillt. Bin gegen seine Leiche gelaufen und dann ist sie abgehoben. Bis zu dem Mond und noch viel weiter. Hat er nie wieder gesehen. Hey! Ja, was hier? Hey, ich fahr vor dir. Halten Du Sie sich bringst bitte mich ab, du zurück. alter Arschloch, verpiss dich jetzt, bring dich ab, du. Nee, Alter. Was machst du da? Weit Was auf dem sind Weg hier? wieder. Ah ja. Ich fahr alle Bäume kaputt. Ich seh's. Wir müssen uns irgendwie Aber Bock rechts auf halten. Offroad, Alter? Hochschulroad? Nee, eigentlich nicht. Hä, Offroad? Achso, ich habe irgendwas mit Hochschule verstanden. Hä? Auf Hochschule? Aber ein Da ist Kick, ein ja, ist nicht. Polizeiauto hängen geblieben, wie es aussieht. Ah, laufen geht besser. Ja, laufen geht besser. Ah, auch nicht so wirklich. Können wir auch fliegen? Wow. Kisten! Ah. Ah, hier, Kiste. Kannst Oh, du. Adrisspritze. Ja, von denen haben wir jetzt auch schon so einige. Ja, Alter, mach mal auf mit dem Wurmwaren. Scheiße hier. Muss er aufmachen? Kein Oh, Beutel, aber Kisten. geht nicht.
wirklich nicht. Oh, ein Koffer. Mit Schuhen. Mit Schuhen. Und noch ein Koffer. Mit Medikit. Okay, wieder zurück zum Fahrrad. Back to the basic. Ah! Ist das meins? Nee, das ist glaube ich nicht meins. Nee, das weißt du so schön? Comes times, comes bicycle, ne? Ach da, lol, wenn ich näher rankomme, ist es irgendwie nicht mehr zu sehen. Ja. Tritt Gas. Ich glaube, wenn man schlüssig in den Bauch genommen ist, tritt Gas, Alter. Kann in den Boden gucken. Das ist kalt. Let's go, dann bin ich so. Wo bleibst du denn? Ich trinke sogar. Was? Du trinkst hier? Mhm. Alter, du hast mich fast gerammt. Du stehst ja offroad, ich fahr auf der Straße. Wenigkeit jetzt gerade voll gegen Gas. Ein Sammelgegenstand und eine Mission. Hä? Du siehst nicht, wo ich stehe, ne? Du bist gegen Zaun gefahren. Nee, ich stehe hier. Dein Fahrrad steht hier. Nee, mein Fahrrad steht hier. Nö. Weil das Lustige ist, du bist gerade bei mir in diese Kisten hier geflogen. Hier? Hier hinten. Bist dann hier irgendwie fliegend rumgefahren. Hier gegengekommen, gegen den Tisch und bist dann einfach gegen den Mond geflogen. Aber so. Bei IT irgendwie. Ja, dein Fahrrad dreht ja auch die ganze Zeit durch. Mach dein Fahrrad die ganze Zeit. Oh, Muni für mich. Sorry. Muni für dich. Und hier ist die Mission. Nur ein Brot. So. Wo ist eine Mission? Wir wollen eine Diskette. Die Erwiderung. Ja, das machen wir dann, wenn wir die machen. Machen wir dann, wenn wir die machen? Ja, wir wollen ja eigentlich dann nach unten. Ach so, wobei, ich glaube die. Nee, Moment, die Mission, die können wir hier. Die ist gleich hier, die können wir hier gleich machen. Ja, guck mal, jetzt hat die Mission gleich in der Hundehütte. Ja, sag ich doch. Die können wir ja gleich machen, weil die ja hier ist. Ja, dann mach ich das jetzt auch. Viviane war eine Touristin, die mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern einen Urlaub auf dem Campingplatz Enhitten verbrachte. Ihre Leidenschaft waren Mythen und Sagen, weswegen sie ihrem Mann jedes Jahr überredete, den Urlaub an einem Ort zu verbringen, wo sie die Gegend erkunden und stundenlang über Prophezeiungen und monologisieren konnte. Aber also, was, ich will alleine darüber reden. Wenn sie sich dieses Mal nicht geirrt hatte. Suchen auf dem Campingplatz in Hatten nach der verschwundenen Landkarte. Ich hab den Hund. Oh, hier liegt erst eine Leiche. Oh, die hat sie schon gelootet. Habe gefunden! Ja, ist ja gut. Nu? Lesen. Eine Landkarte von Himfjall auf einer Stelle markiert ist die Schiffssetzungen. Liegt also am anderen Ende der Insel. Finden die Schiffssetzung Gutlux Denare. Oh, du siehst gut aus. Gutlux. Mit das Panzerbrechen, das voll mal. Da waren wir doch gerade. Da zum Leuchtturm. Den Ernst jetzt? Ja. Aber das ist ja Gott sei Dank. Und wieder zurück. Nee, warte, wir können hier unten noch eine Quest machen. Da war schon weg. Wir machen die Quests schön sorgfältig nacheinander. Ich schlepp dich auch gleich mal nacheinander weg hier. Wegpunkt setzen, nicht Wegpunkt setzen. Hier schreit eine Möwe. So ungefähr so. Die heilige Weißkopf-Seemöwe? Keine Ahnung, schreit sie so? Ja, ja, doch, das hört sich als Priester der Weißkopf-Seemöwe, muss ich dir sagen. Keine Ahnung. Ja, warum bist du jetzt hier auf dem Fahrrad, Alter? Ja, weil wir jetzt Fahrrad fahren. Tschüss. Hä, wir müssen doch hier hin, hast du gesagt. Ja. Da unten müssen wir hin. Ja. Deswegen fahren wir jetzt Fahrrad. In mein Fahrrad. Ich bin abgestiegen. Bronze Noob. Komm, jetzt machen wir beide mal zusammen. Weg. Ja, wollte gerade sagen, zusammen Offroad. Es gibt, glaube ich, auch keine Route dahin, deswegen. Oh, Baum! Sagt der gegen einen Baum gefahren ist. Ja, aber ich bin doch drauf, weißt du? Ja, zu Fuß ist auch viel besser. Zu Fuß war eher per Arsch, Alter.
Hier. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Andere, andere, andere. Dann haben wir die jetzt erstmal schön. Haben wir den Schild selber noch rein, Alter. Reinheit. Okay, voll geil. Schwachstelle erkannt, Schwachstelle anvisiert. Ist der noch? Ah, wow! Das, du hast mich gerade weggeschoben, das war ein Dicker, der war neben mir. Oh. Fabian hinter uns, ist einer hinter uns. Ja, ja, ich hab erst mal den anderen noch. Aber ich bin tot. Nein, ich hab noch 2 HP, ich bin gerade die Klippe runtergepfeffert worden. Ich bin tot. Wow. Ja, das weiß ich. Nice. Kid, Medi, Kleiner. LOL, der ist die Klippe runtergerannt. Lang lebe der König. Na, so hab ich mir die aber nicht vorgestellt. Oh, er ist kaputt. Wo in der Luft, Alter, richtig schön. Bleiben Sie hier! Nein, er fällt! Oh, der Dummi für dich, viel langweilig. Wo ist denn der jetzt hin? Nein, der ist gefallen. Oh, jetzt nur Wundi für dich. Der Schrecken von Hammers töten wurde gefunden. Das ist schön. Also, ich mag Hammers töten. Ey, immer da irgendwie in der Mitte. Ja, jetzt ist der zweite da in der Mitte. Nee, Mission abgeschlossen. Die Erwiderung, was war denn hier eigentlich jetzt? Ein Gegenstand, ich guck mal, was da war. Was für ein Gegenstand? Oh lol. Ist das vielleicht bei mir? Also, ich war eine Taschenlampe. Ich will die Nebenmission. Mission. Erwiderung. Was ist das wahrscheinlich? Vivianes digitales Tagebuch. Digital. Viviane führte Detail-Tagebuch über ihre tägliche Aktivitäten. Sie betrachtete den Aufenthalt eindeutig auch als Familienurlaub und nicht nur als Ausrede, ihre Familie wieder einmal auf einen verschrobenen Forschungstrip mitzunehmen. Dritter Tag. Arthur und ich haben geplant, die Schiffssetzung Good Luck Stena im Osten von Himfall zu besuchen. Yippie! Percy und Morgan klauen immer zum die Landkarte, weil sie glauben, dass es eine Schatzkarte ist. Alle drei würden am liebsten hier bleiben, Fußball spielen oder Fernsehen, aber ich will das Ding mit eigenen Augen sehen. Vierter Tag. Ich wusste es, ich bin nicht verrückt. Das ist genau, wie ich es mir gedacht hatte. Der Tag war allerdings nicht besonders schön. Percy hatte sich über die Kälte und den Regen beschwert. Morgan ist immerzu weggerannt und Arthur hat andauernd gefragt, wie lange ich noch den bemalten Stein anstarren will. Und ich konnte die ganze Zeit über nur an eines denken. Das muss ich jemandem an der Universität zeigen. Fünfter Tag. Das Notizbuch mit meiner Transkription ist weg. Ich muss es bei den Schiffssetzungen vergessen haben. Ich muss dort unbedingt noch einmal hin, sofern die Kinder die Landkarte herausrücken. Sonst glaubt mir das keiner. Kein Mensch. Wieder mal. So, was für ein Stein hat die... Sehe ich jetzt eigentlich. Hier den da. Ach da. Krasse Runen. Wow. Kann jemand dieses altgermanische oder was auch immer das ist lesen? Ja. Okay, komm her. Warte mal. Ich bin gerade dabei, meinen Charakter anzupassen. Das muss auch mal wieder sein hier, also hör mal. Also. Also ist ein Taschenlampe hier rumliegen. Ich hab jetzt so viel Zeug immer für den gefunden, ich hab den ewig nicht mehr angepasst. Ich droppe hier jemanden. Doch mal. Boah, ja, schöne, das ist doch mal geil. Ne, das ist langweilig. Das ist auch langweilig. Das ist besser. Ja, so ist das doch schon besser hier. Ist das dein Fahrrad hier? Kann sein, ich weiß nicht, wo du stehst. Am Stein. Cool. Hinter dir. Cool. Meine Hilfe! Ja, ja, du könntest ja jetzt wieder rausschneiden. Nee, ich fahr jetzt. Tschüss, Anni, das ist dein Fahrrad. Ja, ich glaube, ich bin auch so weit. Fahrrad liegt ready. Nach da hinten. Alter, was hat der für ein... Egal, wir müssen eh... machen wir Skihose, den Dicken weg, ich würde sagen, schon. Ja, machen wir mal so. Hä, wo bist du jetzt? Hier liegt mein Fahrrad. Ja, ich teleportiere mich jetzt aber woanders. Wohin denn jetzt schon wieder? Zum Unterschlüpf. In der Nähe. Welchen? Ah. Ja, aber die Quest da, wo wir waren, immer noch nicht gemacht. Das ist immer noch eine Quest, wo du mit der 1 markiert hast. Kapitulation heißt die. Ja, das war ja auch der Plan normalerweise. Aber es ist ein Rival aufgetaucht. Den haben wir jetzt weg. Weil es ist Weihnachten und es gibt Spezialgegenstände. Ach, jetzt ja, ist ja. Boah, Alter, ich geh jetzt hier weg. Wer, ich? Nee, du.
Rivalenprofil. Gucken wir uns das Rivalenprofil an. Das ist ein mittlerer. Ein mittlerer? Ja. Sehr easy, du Bruder. Lass den mal töten jetzt. Der Schrecken von Hammers töten. Apokalypse-Klasse. Du jetzt? Ich stehe vor der Tür irgendwo. So, ich hab markiert. Ich gehe jetzt. Warte mal, bin, ist ein Fahrteneingang. Wo bist denn du? Ich sehe dich nicht. Ich bin ein Fahrradständer. Wo bist du denn jetzt hin? Du bist auch komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ah, da. Also mein Charakter atmet aber ganz schön laut. Ja. Solltest du das mal anpassen? Also ich weiß, warum du schwer atmet. Weil du so nervig bist. Klingt eher nach Schnappatmung. Ja, weil du ihn so auf die Palme bringst. So. Jetzt musst du, weißt du, auf die Zähne so, ne? Auf der Palme? Beißt sich auf die Palme, was? Beißt sich auf der Palme auf die Zähne. Wie kommst du auf Palme? Weil du gesagt hast, es bringt dich auf die Palme. Ja. Gell? Habe ich eigentlich noch Muni dafür? Hochexplosiver. Ja, zack, rein damit. Wo ist denn der jetzt? Ja, geradeaus. Nee, rechts neben uns. Ja, den also hauen wir jetzt kaputt. Den hauen wir jetzt selber einer rein. Wollte ich den Laden noch gerade nach? So, jetzt nicht, oder? Bleib mich erwischen, ey. Doch, ich war noch. Push! Nur einmal kann ich noch. Oh! Der war. Wer? Der hat überhaupt kein cooles Inventar. Nee. Jetzt kommt noch einer, hinterher kommt noch einer! Das war nur eine Ablenkung! Hier kommt der Richtige! Das war nur ein Stunt-Double! Ich hab das Dattube getötet. Lustig wär's ja. Ne, warum sterblich? Das Dattube des Dattubels. Errungenschaft freischalten. Na los doch. Na los doch. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Startpunkt Nummer 1 und teleportieren uns da runter. Oder gehen wir jetzt hier unten da, wenn wir dahin, wo ich jetzt markiere? Da in den Hafen. Weil da sind wir ja quasi. Das ist die Hauptquest, die machen wir noch nicht. Doch scheißegal. Ja, dann lass die einfach machen. Das ist die Nebenquest. Nee, wir machen die jetzt. Ich bin jetzt einfach. Dann gehen wir jetzt dahin. Gehen. Ja, das war auch der Plan von Anfang an. Ach so, okay. Ich laufe jetzt aber per Petis dahin, ja. Ja, ich laufe normal hin. Ach, anders kann man ja gar nicht laufen als zu Fuß. Aber für alle, die keinen Latein hatten in der Schule, per Petis heißt zu Fuß. Nee, das heißt mit Auto. Achso, ich dachte mit Schwanz. Und womit? Mit Recht. Hey! Achso, ich dachte, da kommt ein Roboter runtergefallen und das warst nur du. Das warst nur du. Ein bisschen mehr Respekt hier bitte, ja, also. Ganz im Ernst, ich EMP dich gleich. Wow. Hellberger Festival. Achso, waren wir denn nicht schon mal? Nö, waren wir nicht. Ich höre schon wieder was anrumpeln von links. Ja, das bist du. Ahö. Mann, halt die Fresse. Wenn ich behindert bin, hast du dich lustig oder wie? Ja, Alter. Ja, du bist normal. Ein ganz normaler Mensch in der Erde. Oh, schön, der Erde. Lecker. Halt die Fresse, kriegst gleich eine, Alter. Was ist das denn hier? Yo, Fabian, komm mit hier, jetzt geht richtig die Party und die Party geht ab. Da unten schon nicht gut. Da, wo die Party geht. Aber kann ich hier irgendwie, kannst du Sachen machen? Oh, hier. Oh, hier ist sogar ein Sammelgegenstand. Ja, hier, hab ich gefunden. Warte, da hab ich was richtig Gutes. Hab ich gedroppt? Nein, ich hab das Radio gedroppt. Och, Mann. Mich hätte echt gefreut hier, aber hier muss doch irgendwo ein Radio stehen. Kann doch nicht sein. Ja, okay, irgendwie haben nicht. Haben wir irgendwie krassen Loot hier? Oh ja, Medikits. Ah, ein Radio. Ja. Oh. Moment, das haben wir gleich. Ja. So. Bleh.
musst du dich nur auf die Bühne stellen. Hä, hey, man stellt sich doch nicht die Pflanzen auf die Bühne. Ja doch, und dabei singen. Alles klar. Yeah, wir spielen heute Generation Zero. Yeah, yeah, yeah. Ist das auch schon vorbei, das Lied? Moment. Nö, war doof. War zu kurz. Oh. Weißt du was, man wirft doch so normalerweise so einen Tomaten hoch, weißt du? Ja. Hier, die machen das einfach so. Boom, Kampf eingetreten! Hä? Da kommen Leute, da! Warum trittst du auch immer Kämpfe ein, Alter? Ich hab nichts getan! Der schießt! Der hat unsere Musik nicht gefallen. Ich würde eigentlich jetzt so ein Weißkopf-Seemöwen-Album mit diesem Lied rausbringen. Okay, dann halt nicht. Ja, aber ohne deine Tanzeinlage, bitte. Hä? Gerade mit der. Das war das einzig Gute wahrscheinlich daran. Deswegen kann ich auch nur noch singen ab sofort. Lieber nicht. Ja. Ich weiß, ich bin schon der Tipp, Zwerge, hey. Nee, bitte nicht snipen, danke. Was? Ich hab gerade meine Sniper raus und so. Nee, bitte nicht. Oh, alle tot. Nee. Mann, nee. Nee, Pavel, hinter dir! Jetzt geht nicht mehr. Jetzt alle tot. Und der Zoom ist ja ganz geil auf der Sniper, aber irgendwie auch manchmal nicht. Ja, nicht zoomen. Das waren sogar die normalen. Lügst du um, muss ich zoomen, Alter. Kann ich hier noch looten? Nee. Wo ist eigentlich die... Ach, wir sind doch am Vorort. Also vor Ort. Wer schießt denn jetzt hier schon wieder? Oh, mach mal weg hier, ein Schuss, ein Kill, Alter. Guck mal, das ist ein Leuchtturm, wollen wir da mal hin? Suche das Gebäude nahe beim Feuerwehrhaus in Tempelhof ganz auf. Und ich lese mir erst mal durch, was wir da überhaupt machen müssen. Ja, mach mal. Lärm machen. Du bist zu Anitas Gruppe im Weinkeller von Hotel Björntürner gestoßen. Ja, ich weiß, ja. Hast damit aber ihr Versteck verraten und etliche Maschinen zum Hotel gelockt. Achso. Ja, ich glaube, so. Passiert. Wir im Radio haben wir ja schon mal gezündet. Hallo. Dann gehen wir da runter und machen mal so richtig fett Lärm, würde ich sagen. Machen wir mal so richtig Party, ey. Wie damals im Malo, weißt du noch? Nee, ich auch nicht mehr. Ja, immer besser. Oh ja, Hasaki und... Stupst die du, Alter. Stupst die du und stupst die dai. Das wird halt richtig lustig, wenn wir das Lärm gemacht haben. Was da ein Robo-Kopf bei dir? Ja. Dann kommen nicht alle zu uns und dann müssen wir alle kaputt. War der gerade EMP'd irgendwie? Wer schießt hier noch? Da ist ein Roboter, kommt jetzt vom Eingang zu dir gerade. Ah. Ja, Fabian, ich hab halt einfach deinen Rücken. Wo ist dreimal getroffen in den Rücken? Ja, ich find's auch ganz gut, wenn du meinen Rücken loslassen würdest, da könnte ich mich auch richtig bewegen. Ich hab deinen Rücken! Lass los, ich will hier weg! So vergessen dieses, ich hab deine Nase, du reißt einfach so das Rückgrat drauf wie mein Predator so. Ich hab deinen Rückgrat. Also, da vorne war irgendwas cooles, okay, guck mal hier. Ich mach mal Krach, okay? So, haben wir die Quest jetzt erfüllt? Yeah! Hier, hier drin ist die Quest. Aber warte mal, mach noch nicht, einmal hier durchsuchen. Sag mal Altpapier im Gebäude von Tern Burgerskatz. Jetzt noch nicht. Ja. Was ist denn da bei dir? Bleib hier mit, guck ich da ja rein. So, ich habe was Cooles gefunden. Nee. Aber warum denn nicht? Du findest nie coole Sachen. Immer muss ich die coolen Sachen finden. Oh, ist halt so. Soll mal was machen. Leute, hier schläft einfach einer! Der ist tot. Nein, der schläft. Nicht. Doch, der lebt. Ah! Okay, man kann einfach rauslaufen. Loser. Kann man nicht rein? Ist da was drin? Ach, come on, ich hasse den schlafenden Typen da. Da ist eine Leiche drin, da will ich rein. Hallo? Ich will da hoch. Hallo, ich will da rein. Hier. Nee, doch nicht. Oh, boom. Jetzt ist er definitiv Hallo? Tot. Hallo? Hey.
will hier rein, da ist eine Leiche drin. Ist ja langweilig. Also nicht die Leiche, sondern dass man nicht rein kann. Da ist eine Leiche drin, ist ja langweilig. Leute, seit wann ist hier eine Mittelsäule drin? Eine Mittelsäule? Was ist das? Das ist eine Lüftungsanlage. Ja, das ist eine Gruppendusche. Man sammelt Altpapier im Gebäude. 1 von 4. Ja. Das Altpapier verbindet sich im Altpapierkarton. Aber kann man jetzt inzwischen hier auch rein? Ne, hier kann man nicht rein. Aber hier kann man. Das sieht so offiziell aus. Kann man auch nicht rein. Das ist so offiziell, dass man da nicht rein kann. Haben auch kugelsichere Fenster. Willst du auch Altpapier sammeln? Hier drin, Alter. Das letzte Altpapier darfst du sammeln. Wo bist du? Ja. Hab schon. Okay. Einfach ein Feuer um den Alarm. Also einfach ein Feuer. Alles klar, so. Hier. Brennt. Wow. Danke, brennt, ich hab noch 8 Leben. Ja, ja. Ich hab auch genau 8. Oh, voll schön. Mehr Leer? Prova mit Flieglarmet. Du wirst hier so Friedrich. Ab in den Leuchtturm. Ab in den Leuchtturm. Da wird man sicher sein. Bis dann wieder. Wenn man sicher ist. Ja. Ja. Rein. Du hast die Rote an Sarumans. Aktiviere O. Aktiviere O. O aktiviert. Was, wenn wir jetzt O-Tannenbaum singen? O-Tannenbaum. O-Tannenbaum. Ich esse Pflaumen. Oh, ein Rucksack. Moment, ich muss einmal gut. So. Wir sind hier, Agenten in Gefahr. Bitte zu uns. Wir baden mit Ojud und der fixade du. Der war nahe ögat. Oh, hier können wir warten. Was geht ab? Wie viele Roboter kommen jetzt hier so? 7? 7000? Ja, Polizeirevier, Fabian, guck mal, jetzt hier müssen wir sie um Polizeirevier befragen, Ding. Nee, nicht im, sondern zum. Ja, wie gesagt, zum Polizei. Nee, im. Fabian, wir machen jetzt was Riskantes. Wir springen da runter und versuchen im Wasser zu landen, okay? Ja, mach mal. Let's go. Yo, easy. Wunsch, spawn ich unten? Ja. Wo spawn ich denn? Hi. Du machst das, oder? Ja, so. Oh, noch 5 Schuss für dich. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Oh, Muni. Oh, scheiße. Ah, du bist auch da runtergesprungen. Nö, ich bin gefallen. Oh, Leute, guck mal, hier ist eine Leiche. Was ist denn du hier? Adrichspritze. In dem Waff. Boah. Mann, ich hab irgendwie immer. Ich glaub dir hier Muni. Okay. Wo? Unter mir. Da hinten? Passt. So, wenn ich doch die auf der anderen Seite auch mal, wenn man da wieder rüber käme, dann laufen wir halt außen rum. Ich mach das. So. Hey, ich droppe jetzt auch nochmal hier ein bisschen was, weil sonst wird Inventar in Gefahr. Keine Ahnung, was ich immer mit Label. Werde ich da Label? Dann werde ich mal ganz kurz zum Inder. Keine Ahnung, was ich da Label. Aber droppe ich mal, brauche ich nicht. Nicht? Das ist voll Panzer. Voll Panzer. Ding. Oh, da ist ein Tick drin, Opa. Eieiei, caramba, Mutter. Zugriff, MPI, open up. MPI, oh. Was ist das, MPI? Na, so wie MP4. Aber den Rucksack da weg. Das war eigentlich ein Stuhl, aber okay. Schiebst du mich raus? Nö. Oh. Dann nutze ich Rollstuhl nicht. Ich hab Breathless. Okay, dann, Guck mal jetzt hier, Leute, hier ist ein Unterschlupf! Ja. Lecker. Richtig. Oh, das lecker. Ist ganz gut, weil dann kann ich schnell reisen. Die panzerbrechende Muni rauswerfen. Ja, jetzt machst du doch nicht mehr panzerbrechend? Ja. Kriegt zu wenig davon.
Beziehungsweise zu viel. Manchmal habe ich das Gefühl, macht die weniger Damage. Dann brauche ich mal wieder Panzerbrechen, fällt mir gerade ein. Vollmantel, Panzerbrechend. Oh, ist Vollmantel, Vollmantel, Panzerbrechend. Panzerbrechend hier. Nice! Hä? Du hast einen gefunden, wo? Auf Otto. Die Fähigkeiten? Oh, was wollen wir denn jetzt überhaupt lernen? Was ist das denn? Run and Gun? Nee, das ist langweilig. Oh, mehr Schaden! Tempo. Das was schießt er da eigentlich an? Was haben wir hier? Ungeschlagen. Verdoppelt mir wohl. Das verbindet mehr Zeit. Haben jetzt ungeschlagen? Sichtbarkeit. Es gibt da Komponentenschaden. Oh, Leute, ist der Leiche. Schon wieder. Jo, man kommt hier in den Laden rein. Was ist passiert? Ich gehe mal hier weiter. Also ich bin jetzt mal in den Laden reingegangen. Ab in den Laden. Da ist nämlich ein Laden. Aber wenn du einen Laden offen. Oh, dieses Gebäck hier, das ist sehr verbreitet gewesen. Das ist ja auch in Schweden. Der hier ist, soweit ich das sehe, auch tot. Wow, die haben die aber richtig weggeratzt. Noch ein paar Roboter. Wir haben richtig viel Muni für dich. Hier auf der Straße. Oh, ja, hier ist die, Typ. Typ. Und noch einer. So, dann. Oh, was können wir jetzt noch machen? Hier ist so ein Kran, so ein. Kran? Komplett nutzloser Kran irgendwie. Oh, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zu der. Warte mal, hier, guck mal hier, gehen wir zu dem Kran hier, da sind noch richtig viele Sachen. Vielleicht interessant sind. Den Kran meinst du? Den Kran. Den Kran? Oh, hier kann man hoch. Hoch. Wenn der Weihnachtsmann hoch. Ah, wenn man laufen kann, kommt man da auch hoch. Bin mir ziemlich sicher. Und jetzt? Oh, jetzt kann man hier rüber gehen. Oh Leute, das ist hier richtig. Das wird krass werden. Hier ist eine Leiche und ein Snipergewehr. Krass. Und eine Pistole, wie gut ist die? Scheiße. Und die Sniper, wie gut ist die? Oh, auch ziemlich scheiße. Und die Medikits sind auch, oder? Sammelgegenstand! Oh, Sammelgegenstand! I dag kan vi också meddela att Sverige får ytterligare en Nobelpristagare i år. Karolinska institutet meddelade idag pristagarna för Nobelpriset i fysiologi eller medicin där en av mottagarna är professor Svante von Ulmer som belönas med utmärkelsen för sin forskning kring neurotransmittorer. Sedan tidigare har Alf Hansson tilldelats priset i fysik. Nobelpriserna delas ut i Stockholm på årsdagen av Alfred Nobels död den 10 december. Da hat der Ulmer noch einen Nobelpreis für seine Maschinen, also für seine Neurologie bekommen. Der Ulmer. Gut, da hat er Ulmer. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch die eine Nebenmission, oder? Nee, machen wir doch nicht. Schon 33. Aber dann machen wir gar nichts mehr. Dann machen wir jetzt hier gar nichts mehr. Dann chillen wir jetzt. Ich gucke aber mal hier in dem Kiosk, was der Kiosk ja sozusagen hat. Nichts. So, dann gucken wir mal rein. Also ich bin ja kein Innenarchitekt, ja, aber das Waschbecken ist so ziemlich unpraktisch, würde ich sagen. Ja. Da ist aber was hinten. Ah, jetzt. Oh. Hä, du bist einfach so rübergekommen? Kannst dich hier ducken? Wollen wir Ketchup kaufen? Ja, lustig, wenn man der Ketchup und der Dämpfer einfach explodieren würde, wenn man drauf geht. Was ist denn das hier? Füßle-Pop. Salta Bomba. Ja, Füßle-Pop. Ja, er hätte gern 3 Füßle-Pop bitte zu mitnehmen. Und geht mal lecker jung gemacht. Zoom. Und my boobs, bitch. Nee. Na, okay. Was sind ja weibliche Charaktere? Spinnen ja, ne? Mhm. Ja, doch, klar. Ich habe hier noch Muni für. Ich hänge in der Dings. Ja, hier am Strand ist auch noch richtig geballert gewesen. Hier wollen wir ballern, ballern, ballern. Aber hey, ist doch gar nichts. Was
ist hier eine Leiche, ruft aus dem Wald. Lasst uns sprengen, tanzen und singen. Kuckuckuck. Lasst uns sprengen? Ja. Wo wollten die hin, ey? Nach Malle, Malle. Moin, moin. Sag mal, Fabian, hier, wir müssen noch den Weg gehen. Ich hab eine Weihnachtsmütze gerade bekommen. Dein Ernst? Oder sowas in der Art, die hat die Weihnachtsfarben. Ja, du bist die Weihnachtsfarben. Die finde ich wieder. Doch, hier könnte sie sein. Du bist rot und weiß. Du bist ja, die Weihnachtsfarbe in Person. In Person. Warte. Geht doch jetzt weiß-rot, oder nicht? Ja. Nee, rot-weiß, glaube ich. Dann war's das für diese Folge. Ja. Toll. Bester Container. Ja, die Container gucke ich jetzt aber nicht alle durch, ey, sorry. Oh, ich gucke aber die Leiche durch. Da guckst du gleich richtig durch. Alter, durch. Hä? Leute, wie kommt man denn? Okay, hier musst du nochmal versuchen hinzukommen, Fabian. Aber das wird schon wieder. Richtig. Intent. Guck mal rein hier. Ja, das ist einfach der. Ich bin auf der anderen Seite lang. Ah! Oh lol, unten ist nichts. Ah, oh, da bin ich ja. War doch ganz einfach. Okay, irgendwie. So Schaden okay. Ja. Okay, den Weg habe ich nicht gesehen. Von der anderen Seite gekommen. Na gut, okay. Dann tschüss. Tschüss und schöne Weihnachten, feiern, ja, alles toll. Felix vergisst immer alles. Das hab ich letzte Folge gesagt und hat's ja nicht aufgenommen. Doch, hab ich. Jetzt, also, wir haben's auf Video. Oder besser gesagt auf Audio. Ja. Ist ein Video in MP3-Format. Ja, geil. Wir machen jetzt übrigens Generation Zero ein Hörspiel. Und der fand ein bisschen Munition, die er also gleich dachte, in seinem Inventar so verstaute, damit er sie gleich danach seinem besten Kumpel nicht geben kann und sie einfach aus dem Inventar droppt, wenn er nicht hinguckt. Oh, Muni. Achso, ich wollte ja Muni droppen. Und siehst du? Sag ich ja. Einmal hier. Ey, droppen. Wir wollten Schluss machen. Und da. Ich mache jetzt mit dir Schluss. Tschüss, Fabian. Ja, tschüss.